Moin, willkommen am Bahnhof in Freital-Heinsberg. Von hier aus fährt die Weißeritztalbahn in Richtung Kurort Kipsdorf. Wir fahren zuerst einmal mit bis Kipsdorf. Später seht ihr Außenaufnahmen von verschiedenen Orten. Der Schmalspurbahnhof liegt unterhalb der Normalspurstrecke von Dresden nach Chemnitz und Zwickau. Kurz nach der Ausfahrt unterquert die Schmalspurbahn diese Strecke. Es folgt eine Rampe, die bis auf das Niveau der Normalspurstrecke hinaufführt. Anschließend geht es ein Stück an der Vereinigten Weißeritz entlang, die hier am Zusammenfluss von Wilder und Roter Weißeritz entsteht. Hinter dem Haltepunkt Freital-Kossmannsdorf fährt die Bahn durch den Rabenauer Grund. Dabei kreuzt sie immer wieder die Rote Weißeritz und den Wanderweg. Einige Kilometer weiter sehen wir die Mauer der Talsperre Malta. Der Bahnhof Malta liegt unmittelbar neben dem Stausee. Und hier kommen wir zur ersten Station der kleinen Zeitreise. Vor rund 25 Jahren, im Oktober 1997, war ich schon einmal hier. Der Bahnhof Malta sieht noch sehr ähnlich aus wie auf den Fotos von damals. Auch der geschlossene Güterwagen stand damals schon auf dem Abstellgleis. Nach der Abfahrt aus Malta fahren wir weiter an der Talsperre entlang. Der Wasserstand ist nicht besonders hoch. Bei der Bergfahrt nach Kipsdorf nehmen die Lokomotiven in Depoldeswalde Wasser. Bemerkenswert ist hier das große Bahnsteigdach. 1997 stand davon nur die Lattenkonstruktion. Denn das Dach war kurze Zeit davor bei einem Brand beschädigt worden. In Schmiedeberg führt die Bahnstrecke auf einem Viadukt mitten durch den Ort zum Bahnhof. Kurz vor Kipsdorf hatte mein Zug 1997 am Einfahrsignal gehalten. Das Haus mit den vier Gauben steht noch. Das Einfahrsignal wurde dagegen durch eine Trapeztafel ersetzt. Dahinter steht jetzt das Überwachungssignal der Sicherungsanlage für den Bahnübergang.
Bilder vom Kipsdorfer Bahnhof damals und jetzt. Der markante Uhrenmast ist erhalten geblieben. Allerdings stehen heute viel mehr Leuchten auf dem Bahnsteig. Der zweite Bahnsteig, auf dem ich stehe, spielt dagegen heute keine Rolle mehr. Die Leuchten wurden anscheinend abgebaut und auf den linken Bahnsteig umgesetzt. Die Bahnsteigsperren sind auch noch erhalten. Die Waage ist aber inzwischen auf die rechte Seite der Tür gerückt. Nach dem Wasserfassen fährt die Lok an den Zug. Bei der Ausfahrt aus Kurort Kipsdorf kreuzt die Bahn hier die Bundesstraße nach Schmiedeberg. Auf diesen Bildern ist noch einmal zu sehen, wie das Viadukt in Schmiedeberg unmittelbar an den Häusern entlang führt. Schauen wir uns die Überfahrt eines Zuges von oben an. Der Zug ist zuerst kurz rechts vom Kirchturm zu sehen, bevor er links in voller Länge erscheint und zum Schmiedeberger Bahnhof fährt.
Wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Streckenführung? Eine Tafel mitten im Ort gibt die Antwort. Die Bahn führte ursprünglich auf der Straße durch Schmiedeberg. Das gab immer wieder Anlass zu Unfällen. Wegen des starken Wachstums des Schmiedeberger Eisenwerkes wurden Strecke und Bahnhof verlegt. In Dippoldiswalde stehen verschiedene Wagen auf dem Bahnhof. Außerdem ist dieses graue Gebäude mit dem kurzen angebauten Dach zu sehen. Die Skala am Obergeschoss lässt vermuten, dass dort zumindest früher der Wasserbehälter für die Versorgung der Dampfloks gewesen ist. Der Nachmittagszug nach Freital-Heinsberg kommt in Dippoldiswalde an. In Freital-Heinsberg hat sich auch einiges verändert seit 1997. Die Anlage mit den Förderbändern rechts steht noch, aber die Stützmauer links vom Bahnsteig wurde erneuert. Hier habt ihr den Blick vom oberen Bahnsteig in Richtung Tharandt mit dem Bahnbetriebswerk der Schmalspurbahn. Hier sehen wir in Richtung Dresden mit den Gleisanlagen der Schmalspurbahn im Vordergrund. Dahinter liegen die Anlagen des Edelstahlwerks. Wir blicken vom Dresdner Bahnsteigende in Richtung Tharandt. Die alten Bahngebäude, die unmittelbar vor dem milchkannenförmigen Silo standen, sind heute verschwunden. 1997 habe ich dieses Bild aufgenommen. Es fällt auf, dass das Zugangsgebäude Treppen auf beiden Seiten hat. Das Gebäude, das heute hier steht, ist auf der Tharandter Seite geschlossen. Außerdem ist wenige Meter dahinter der Bahnsteig zu Ende. Dort wurde ein Aufzug eingebaut. Gab es hier vielleicht früher zwei Treppenniedergänge, einen zur Schmalspurbahn und einen zur Straße? Erinnert sich jemand von euch daran? Denn dieser Blick zum Bahnhofsgebäude hinüber an der geschlossenen Rückwand vorbei ist nach wie vor möglich. Nur das kunstvoll gestaltete Regenfallrohr fehlt heute. Allerdings gibt es Regenrohre dieser Art noch am Bahnsteigdach. Zum Vergleich seht ihr hier noch die Beschriftung am alten und am jetzigen Treppenzugang. Die Bodenfliesen im Empfangsgebäude existieren auch heute noch.
Wir verlassen den Bahnhof und gehen ein Stück in Richtung Südwesten. Dort, wo die Schmalspurbahn die Normalspurstrecke unterquert. Regulär fahren 2022 täglich 2,5 Zugpaare. Der letzte Zug des Tages fährt nur bis Dippoldiswalde und zurück. Als der Zug auf der Rückfahrt in Rabenau ankommt, ist es schon dunkel. Da ging kurz das Licht aus, denn die Stromleitung zum Wagenzug darf nur im Spannungsdosenzustand gesteckt oder getrennt werden. Die Lok fährt dann zur Bekohlungsanlage. Kurzer Ortswechsel. In Freital-Potschappel, zwischen Freital-Heinsberg und Dresden, habe ich 1997 diese alten Gebäude und Schmalspurfahrzeuge aufgenommen. Sie stehen teilweise auch 2022 noch da, allerdings inzwischen in noch schlechterem Zustand. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.